Muss man nach dem Geschlechtsverkehr sofort den Russel machen oder kann man auch zum Beispiel schlafen und am nächsten Morgen den Russel machen? Und darf man in der Zwischenzeit essen, trinken oder auch mit seinen Kindern reden? Wenn man den Geschlechtsverkehr vollzogen hat, ist es verpflichtend, sofort den Russel zu machen? Nein, es ist nicht verpflichtend. Wie sieht es aus, dass eine Person nach dem Geschlechtsverkehr dann schlafen will? Von der Sunna sollte er mindestens den Wudu vollziehen. Sag mal, was bringt das? Das hebt ja nicht den Janaba-Zustand auf, den großen. Du brauchst dir darüber keine Sorgen zu machen. Das ist eine Empfehlung, eine Sunna. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr noch mit einigen Familienmitgliedern zusammensitzt, darf man das? Du darfst reden, du darfst lachen und wunder dich nicht, du kannst Memory spielen. Okay? Wallahu ta'ala ala wa'alam.